zu einem neuen Vlog nach gefühlten 100 Jahren. Ich bin zurück, ich nehme euch heute mal wieder mit. Und zwar geht's auf ein Gala-Dinner nach Wiesbaden. Ich bin noch in Stuttgart, habe meine Tasche gepackt und alles und werde mich jetzt losmachen zum Hauptbahnhof. Und ich nehme euch natürlich mit. Viel Spaß! Jetzt im Hotel angekommen und meine Anusha ist jetzt auch dabei. Hallo! Ja. Stress, Stress, Stress! Schnell! Es ist wirklich Stress. Ich habe nur noch eine Stunde Zeit, um uns zu duschen, zu schminken, unser Kleid anzuziehen. Anusha muss noch ein Kleid aussuchen, weil sie plötzlich drei Kleider hat. Und ja, aber das ist zulässig. Das ist zu, ja. Das habe ich auch gehabt, früher von H&M. Ja, okay. Okay. Wir suchen jetzt erstmal Kleider aus. Das ist so grün. Echt? Findest du? Aber das sieht voll schön aus. Das hat hinten so einen Schleif. Finde ich jetzt schön. Und aber bei dem blauen werden wir im Partnerlook. Ich zieh's mal an. Ja, vielleicht ohne Kamera, ne? Okay, wir informieren euch dann, wofür wir uns entschieden haben. Bis später. Wir sind jetzt fertig gemacht fürs Gala-Dinner. Anusha, zeig dich mal. Das ist unser Outfit. Schön, oder? Ha. Highlighter und Point. Ich snap mal kurz, ich vlog mal in diesen Spiegel. Ah, man sieht gar nichts. Gut. Man sieht richtig viel. Dann gehen wir mal in den anderen. Business-Outfit. Gut, dass ich so gut darin laufen kann. Wow. Ich habe jetzt ein wichtiges Geschäftsmeeting. Alter, die Beine, guck mal, weiß und schwarz. Läuft. Was hast du? Ich habe jetzt ein Geschäftsmeeting. Mhm. Deswegen auch das Business-Outfit. Ich zeige es euch nochmal ganz Körper. Also hier trage ich meinen Blazer von H&M, ein Kleid von Mango, die Schuhe sind... Ja, okay. No say. No say. Super. Schön. Schön. Mein Outfit ist von Aces. Aces. Und Michael Kors. Oh, Michael Kors. Ja. Kann man mal machen. Mac. Zoom mich auch mal hin. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Ja. Tschüssi. Tschüss. Wir nehmen euch mit. Wir machen uns jetzt
auf dem Weg nach Stuttgart. Und es war ein sehr, sehr schöner Abend gestern. Leider konnte ich nicht mehr vloggen, weil wir dann so viel Shampoos getrunken haben. Und wir wollten ja keine feinen Videos machen. Jetzt haben wir Lust. Tschüss. Ich muss mal aufhören, immer so mit meinen Zellen zu tun. Ich kann auch gar nicht. Tschüss. Macht's gut. Schönes Doppelkinn, oder? Mhm. Ja, ich weiß. So ein Doppelkinn, das ist ganz, ganz, ganz groß im Kommen. Also, Leute, schaut, dass ihr hier direkt unter dem Kieferknochen möglichst viel Fett zulegt, weil das ist jetzt, auch im Winter ist es super. Muss man keinen Schal mehr tragen, hat man einfach sein Doppelkinn immer dabei. Mhm. Toll. Ja. Double, double, double. It's the double chin song, double chin song, double, 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 do. It's the double chin song.